Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge aus dem Freizeitpark. Glaubst du, Josef, heute werden wir in der Folge fertig? Bestimmt, so gut wie, oder? Niemals. Aber wir werden weiterkommen. Ne? Wir nähern uns an. The life is an approach to the destination of Wasserbahn. Okay, also wir wollen die Wasserbahn fertig machen. Josef, du hast in der letzten Folge reagiert, hast gesehen, was wir Cooles hier gebaut haben. Und jetzt geht's hier an die Technik und die Details. Du hast bei den Animationen hier vorne schon mal was Neues ausprobiert hier bei der ersten, oder? Genau, wir haben das sogenannte Keyframing hier benutzt. Das heißt, das kennst du bestimmt, wenn du mit Premiere schneidest oder im Filmschnitt bist, dass wir quasi sagen, hier, ich möchte gerne, dass zu einer speziellen Zeit befindest du dich an diesem Ort. Und das machen wir quasi hier. Das heißt, ich kann das mal zeigen. Wir können mal die Villager hier reinladen. So. Dann laden wir die beiden Forscher hier rein. So, Forscher sind geladen und wir starten die Animation. Oh. Du siehst jetzt, bewegen die sich hier kreuz und quer auf einem Weg, den ich definiert habe. Wenn du F3 und B drückst, siehst du sogar den Weg. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich mach's nochmal, dann ist es vielleicht ein bisschen sinnvoller. Lass mal F3 und 3 und B an, dann siehst du es quasi richtig. Sobald ich die Animation starte, siehst du jetzt den Weg hier. Jetzt sehe ich den Weg, ja. Das sind kleine Punkte. Die Villager steuern immer den nähesten Punkt an, löschen ihn und gehen zum nächsten Punkt. So funktioniert das, ganz einfach. Genial. Das sieht nämlich jetzt wirklich so aus, als wenn die das Dorf erkunden würden, oder? Genau. Und wenn du mal jetzt hier weitergehst, damit kannst du jetzt richtig crazy Sachen machen. Und zwar kannst du zum Beispiel, wie du hier siehst, jetzt ganze komplexe Animationen damit scripten. Das heißt, du siehst, die Villager kommen hierher und im richtigen Moment kommt der Eisengolem raus, die drehen um und fangen plötzlich an wegzurennen. Und das ist das Schöne bei diesem Keyframe-Ding. Das war ein bisschen aufwendiger, aber anders. So, die gehen jetzt hier ein bisschen komisch runter, das sieht jetzt weird aus, aber in dem Moment, in dem die hier runtergehen, sind sie schon gar nicht mehr zu sehen. Also das Boot fährt nämlich dann hier um die Ecke, in dem Moment werden die quasi verschwinden. I see, okay, verstanden? Das ist der Plan, okay. Wir haben uns auch nochmal euren Kommentar zu Herzen genommen, Leute, mit dem Totem. Also ganz am Ende sagen die beiden Forscher ja, oh, guck mal hier, das habe ich gefunden, das haben die Wachen auf der Flucht fallen gelassen. Da das storytechnisch nicht ganz passt, machen wir es jetzt, dass es passt, weil wir nehmen die Audio nicht nochmal neu auf. Wir machen es jetzt so, dass das Totem hier schon vorher fallen gelassen wurde, von einer der vorherigen Wachen. Die können wir auch direkt mal gleich machen, also ich mach mal ganz kurz eben, schau mal kurz, dass wir das richtig scripten. Ja. So, ich bin gerade dabei, das Totem zu kodieren. Dann kodier mal hier das schicke Totem. Hab's kodiert, okay, perfekt. Ja, so, ich habe jetzt hier einen Command-Block, mit dem können wir das Totem an der richtigen Stelle einfügen. So, zack, zack und so. Und wir tun mal so, als ob eine Wache das da einfach hat fallen lassen. Liegt hier ein Totem, siehst du? Ja, ich seh's. Genau. Und jetzt müssen wir halt nur noch dafür sorgen, dass das Totem irgendwie aufgesammelt wird. Und wir müssen natürlich gucken, dass auch das Spiel das nicht aufsammelt. Und so. Da kümmere ich mich jetzt tatsächlich drum. Genau, das heißt, die bekommen das Totem und dann macht die Aussage ganz zum Schluss auch Sinn. Josef macht jetzt mal weiter mit der Technik und wir schauen mal dann, wie es gleich hier weitergeht. Während der Josef hinten die Redstone-Technik weitermacht und das Maya-Dorf zerstört, das schauen wir uns aber gleich an, geht es jetzt hier vorne weiter und ihr seht, ich habe hier irgendwelche Lampignons aufgehangen. Naja. Fast. Ihr seht's, wir sind noch in der 1.19.4, wollen aber, wenn ich wieder aus dem Urlaub da bin, auf die 1.20 gehen. Und da gibt's ja die tollen Schilder. Und ich finde, die sehen optisch besser aus als die normalen Schilder, die ich so in Minecraft hinstellen kann. Das sind ja die hängenden Schilder. Die Idee ist weiterhin, dass die Treppe hier den Ein- und Ausgang widerspiegelt. Wir werden keinen Wartebereich machen. Das wollen wir diese Season nicht. Wir machen es so, dass man hier hingehen kann und der Weg wird irgendwo hier vorne lang führen. Die Wege machen wir ganz zum Schluss. Da hatte ich auch ein paar Kommentare gelesen. Das ist immer das, was ganz zum Schluss kommt. Und wichtig ist erstmal, dass hier der Eingang funktioniert. Also, man wird hier rein und raus gehen. Wir werden es so machen, dass hier und hier Schilder hinkommen, die dann sagen Eingang, Ausgang, Eingang, Ausgang, dann wird hier irgendwie so eine lustige Meldung kommen mit von hier 45 Minuten Wartezeit oder irgendwie sowas, 1.20 Schild hinhängen, Eingang Vorsicht rutschig und hier bitte festhalten und dann wird hier quasi drüber der Ein- und Ausgangsbereich laufen und wenn man artig ist, kann man sich natürlich hier auch anstellen. Was jetzt noch dazukommen soll und was gemacht werden soll, ist, dass das Boot hier unterirdisch verschwindet. Weil der Josef hier so ein bisschen, was heißt Technik braucht, Raum für Magic braucht, wo er die Boote spawnen kann. Und das sieht doof aus, wenn es offen ist. Das heißt, ich muss diesen schönen Durchgang, den ich gebaut habe, nochmal wieder zumachen und irgendwie gucken, dass es so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, natürlicher ausschaut, wie es hier mit den Booten funktionieren soll. Auch möchten wir noch einen Photoshop einbauen. Ich weiß nicht, Photoshop genau. Doch, ein Photoshop, das ist schon richtig. So einen Laden einbauen hier, wo ihr Bilder kaufen könnt. Ihr kennt es vielleicht von der Achterbahn, an der dümmsten und gefährlichsten Stelle gibt es ein Foto. Und dann kann man das teuer kaufen. Das soll es ja auch geben, bloß ohne, dass man es kauft. Das heißt, ich werde hier versuchen, nochmal so einen kleinen Photoshop mit einzubauen. Ob das irgendwie klappt, da müssen wir nochmal probieren. Wie die Technik funktioniert, das werdet ihr hoffentlich später sehen. Ist aber ganz einfach. Wir schneiden hier vorne quasi den Wasserfall aus, den man von der Kamera sehen kann. Und dann machen wir mit ein bisschen Command-Block-Magie euch ins Foto rein. Josef macht hier was kaputt.
Naja, nicht ganz, nicht ganz. Ihr seht's, ich habe das Wegenetz nochmal neu gemacht, denn der Josef macht die Story ein bisschen angenehmer. Wir haben es ja am Anfang gesehen, hier laufen die Dudes hinterher, aber wir machen es auch so, dass jetzt hier ein durchgehender Weg möglich ist. Hier war vorher die Mauer von dem eingefallenen Turm und der Weg ging vorher hier oben her. Ich glaube aber, damit der Weg jetzt ein bisschen schöner ist, können die beiden Forscher und auch die Verfolger quasi hier am besten entlang laufen. Dann sieht's von der Story ein wenig realistischer aus. Also Josef, ich habe mir ja was für den Photoshop überlegt, den wir hiermit anbieten wollen. Ist ja ein bisschen schwierig vom Platz her. Also ich habe erstens den Boden noch mal ein bisschen aufgelockert vom Steg. Wir haben jetzt hier links und rechts ja den Ein- und Ausgang. Ich habe das jetzt zugemacht trotzdem. Da können wir nämlich unsichtbar die Boote da rausfahren lassen. Wäre ja doof, wenn nur ein Boot die ganze Zeit hier entlang fahren kann. Wir machen lieber so, dass da auch neue rauskommen können hintereinander, sehr gut. Oder? Gut, sehr nice. Dann, ja, dann haben wir hier Fall. Noch so unbedingt. Dudes, die beim Ein- und Aussteigen helfen sollen. Ich weiß nicht, ob du die noch irgendwie was sagen lassen kannst oder animieren kannst. Ich hatte echt gerade die lustige Idee, dass wir so einen Typ hier machen, der bleibt dann stehen und sagt dann, bitte aussteigen. Und wenn du nicht aussteigst, dann bitte aussteigen, bitte aussteigen, bitte aussteigen! Dass jetzt er so steig hier ausrastet. Aus. Genau, dass der quasi mit jedem Mal noch mehr weiter ausrastet. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. Machen? Ja, wir können es auch beim Einsteigen machen. Komm, steig ja, ein, hab keine Angst. Einsteigen brauchen wir nicht, beim Einsteigen auch nicht. Aber das ist eine geile Idee mit den Dudes. Wäre ein lustiges Easter Egg. Genau, du siehst es schon hier. Das hier ist ja, jetzt super. Die Anpassung. Das war der Photoshop. Ich hätte in die Mitte gemacht, da machen wir das Foto rein. Das klickst du an und dann wirst du in den Fotopunkt, wo man dann rein teleportiert wird und mit F2 ein Foto machen kann. Oh mein Gott, am Ende machen wir einen Bossfight gegen den Typen, wenn man nicht aussteigt. Das werde ich aber wirklich, das ist eine super coole Idee für eine Bahn, Janus, wo man, wenn man nicht aussteigt, dass der, oder wenn man sich nicht an die Regeln hält, dass da ein Typ ist, der am Anfang freundlich ist, immer angepisster wird und irgendwann ist er einfach so ein Bossfight, gegen den du kämpfen musst als Easter Egg. Also wie bei der Deutschen Bahn. Die Schaffner. Sehr nice. Okay, gut. Aber das kannst du machen, ne? Dann haben wir hier jetzt maximale Flexibilität, da können wir den Shop reinbauen. Was hast du denn bis jetzt in der Zeit gemacht? Däumchen gedreht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Nee, folgt mir mal. Ich spiele es immer ohne Ton ab. Eine sehr komplexe Animation haben wir hier oben gebaut. Ja. Die noch nicht ganz fertig ist, aber du kannst mal gerne zugucken. Achtung, 3, 2, 1, boop. Die ist quasi die Villager kommt von hier. Der Armor, sie ist die Wache hier, die steht hier noch dumm rum. Die macht noch gar nichts. Ja, die folgt gleich. Jetzt talken die wahrscheinlich hier gerade den Dialog, den man sonst normalerweise hört. Mhm. Genau. Oh. Jo. Resetti, der Maulwurf. Ja. Okay. Achtung, 3, 2, 1. Geronimo! Genau, die bleiben jetzt hier stehen, nicht wundern. Die sollen ja out of sight geraten. Man soll sie nicht mehr sehen. Das muss ich noch balancen. Genau, und sonst kann man die auch notfalls killen, dass man nicht nach hinten guckt. Aber der Sprung sieht ja schon mal richtig genial aus. Und auch die Stelle, wo die miteinander talken, die beiden. Mhm. Ich bin gespannt. Okay, das können wir uns doch bestimmt gleich nochmal anschauen, wenn wir hier mit dem Boot durchfahren, oder? Da viele von euch sich gefragt haben, wie diese ganze Tempelsache im Dunkeln ausschaut, hier mal das Ergebnis. Ich habe jetzt doch nochmal schnell einen Weg hinzugefügt, der zumindest von hier vorne bis in den Tempel führt. Hier ist auch alles ausgeleuchtet, sollte man eigentlich ganz gut erkennen. Hier kann man dann durchgehen. Das wird auch, glaube ich, der einzige Weg sein, den man offiziell sozusagen in den Tempel gehen kann. Treppe hoch, hier ein bisschen Beleuchtung und dann kann man hier runtergehen. Auch hier links und rechts Beleuchtung hinzugefügt. Sieht, glaube ich, so ganz gut aus. Und hier unten müsste das vom Lichtlevel meiner Meinung nach auch so einigermaßen gut passen. Ich würde sagen, ich frage mal, ob der Josef jetzt schon fertig ist. Und dann hüpfen wir mal gleich hier vorne rein und machen uns auf den Weg mit dem Boot hier durch und gucken mal, wie die Animation vom Josef bisher so ausschaut und sich dann auch anhört. Herr Professor, schauen Sie mal, was ich gefunden habe. Dr. James, ist das etwa? Ja, genau, es ist die Karte, nach der wir so lange gesucht haben. 10 Jahre lang habe ich Archäologie studiert und nun ist es soweit. Heureka, lasst uns sofort aufbrechen. Das wird eine spannende Reise. Schau mal, das hier sieht aus wie ein Schaltermechanismus. Der sieht aber alt und verrostet aus. Ich versuche ihn mal zu betätigen. Das ist eine Sensation. Schau mal, da öffnet sich eine Tür. Jetzt lüften wir das Geheimnis der Maya. Wir müssen durch dieses Gestrüpp durch. Es ist so schwer. Wie ekelhaft. Das ist schon die 5. Spinne, die ich gesehen habe. Ich
Was ist das für ein Ungeheuer? Keine Panik. Das ist nur eine Statue. Hier kann nichts passieren. Oh nein, was ist das jetzt? Ich bin auf eine Druckplatte getreten. Die Statue, sie bewegt sich. Es ist eine Falle. Nein, zu spät. Wir stürzen in eine Schlucht. Festhalten! Nein! Diese Höhle, was sind das für Kristalle? Die machen interessante Geräusche. Vielleicht sollte ich einfach mal einen berühren. Nein, warte! Was ist das? Ich finde das Timing eigentlich ganz gut. Ich glaube, das ist irgendeine Form von Technologie, die wir noch nicht kennen. Aber kriegst du jetzt Night Vision, Achtung, automatisch. Da ist der Nebel. Ich hab's jetzt nicht bekommen, weil, ne? Okay, aber das hat gut geklappt vom Timing. Wir haben die antike Stadt der Maya gefunden. Ja. Ein Lebenstraum wird wahr, aber es ist hier so verlassen. Wir schauen uns am besten mal um. Professor, hören Sie das? Es klingt wie antike Wachen, die uns angreifen! Denn gegen die haben wir keine Chance! Oh nein! Eine Klippe mit Wasserfall! Wir müssen springen! Wir haben keine andere Wahl! James, es war mir eine Ehre mit Ihnen! Die Ehre ist ganz meinerseits! Auf drei! Eins, zwei! Ich habe echt keine Ahnung, wie wir das alles überlebt haben. Ja, das ist gut. Nur schade, dass die Reise ein Reinfall war. Naja, immerhin habe ich das hier. Das ist ja eine Sensation. Wo hast du das denn her? Ja, das hat eine Wache bei der Verfolgung fallen lassen. Das wird uns bei unserer Forschung unglaublich weiterbringen. Für die Wissenschaft! Für die Wissenschaft! Na? Oh, jetzt fahren wir gerade noch durch den Photoshop durch. Ändert sich natürlich noch. Ich finde den Übergang richtig gut, vor allem wenn es hell wird. Ja, okay, gut. Also dann, der ist on point, es wirkt nicht unnatürlich, muss ich tatsächlich sagen. Es war nur gerade ein paar Zuschauer Mimimi, das ist genauso wie ein paar Mimimi-Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Zum Beispiel, ja. Ein Mimimi, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass hier die sich zu früh öffnet. Ich finde das cool, dass die sich so langsam eben öffnet, dass man auch richtig diesen Übergang sieht. Ja, ich weiß, ein paar Sachen gibt es sicher noch zu diskutieren. Aber hast du gerade gesehen, dieses Heureka, das hat perfekt gepasst, der sagt Heureka und dann sieht man im Hintergrund das rote I durchgestrichen und das E geschrieben. Das hat natürlich perfekt gepasst. Also hier würde ich sagen, passt das Timing jetzt auch. Du siehst sie perfekt quasi vorne loslaufen, die Dudes. Das mit der Axt ist klar. Das hier kann man auch sicherlich nochmal mit der Tür. Auch das mit der Tür schließen, so dass gleich die Lampen werden. Also die Leute echauffieren sich ja nur über die Lampen da oben. Da denke ich mir so, okay, pass auf. Machst du ein paar Ticks früher und dann. Nö, ich mach's einfach so. Ja. Jetzt passt es nämlich vom Timing her. Zack, ja, jetzt hören wir natürlich den Sound nicht, aber das kommt. Ja, geht jetzt direkt, leuchten einfach alle gleichzeitig da oben auf, während die Tür aufgeht. Ja, musst du dir mal anschauen, was du davon noch umsetzen willst. Wir können auch den hier machen, dann ist die Tür quasi sichtbarer. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal ein bisschen durchgehen. Warte, das habe ich absichtlich alles ordentlich gemacht. Bitte wieder zurückmachen, das war extra, dass es ein schöner Übergang wird. Das hatte ich im Stream gemacht. Wie schöner Übergang? Du hast jetzt hier überall die Blöcke drumherum gesetzt und nicht mehr die grauen gelassen, ne? Das war damit nicht. Nee, ich habe das nicht gemacht. Ich habe nur ein paar Blöcke abgerissen, wo die Tür reinfährt, dass die Tür sichtbar bleibt. Ah, okay. Ja, das stimmt. Hier die Druckplatte passte eigentlich. Die passte auch. Also, das konnte ich nicht nachvollziehen. Also, die passte. Das hier war auch nicht mehr sichtbar. Die Feuerpartikel mache ich noch. Die mache ich. Die finde ich eine coole Idee mit den Feuerpartikeln. Problem ist hier unten auch die Splash-Partikel. Großer Splash, das kommt eh noch. Und Boot, Wasser neigen kommt auch noch. Das habe ich noch vor. Splash kommt noch. Gut. Das hier fand ich jetzt ehrlicherweise nicht so schlimm. Man sieht es ein Ticken. Fand ich jetzt auch nicht dramatisch, weil jetzt laufen sie halt los. Ja. Man könnte hier die Land ein kleines bisschen verlängern, so. Ja, warte mal, dann mache ich das mal direkt irgendwie. Weil dann hast du das Problem nicht. So, jetzt muss ich mal kurz ausprobieren mit der Night Vision bei mir, Achtung. Dann mache ich es so, dann ist es wirklich so gut wie immersiv, also dann sieht man wirklich nichts. Ja. Also mit dem Night Vision den Effekt fand ich oben perfekt beim Timing, wenn du hier hochgehst. Ich fand's auch ganz cool, du kriegst nämlich mit dem Drop den Effekt und kommst aus diesem Nebel raus. Und dann hast du alles hier hell, das würde ich tatsächlich auch genauso hell lassen, muss ich ehrlicherweise. Ich finde die Animation hier oben auch ganz klasse, soweit. Ich bin da recht zufrieden mit. Ich finde die Animation top, vor allem hier mit dem Item aufsammeln, dann macht die Story auch unten wieder Sinn. Ja.
das hier mit dem Schwimmern, ich weiß nicht, vielleicht könnte man einen Ticken früher dunkel machen, aber der Sprung ist voll genial geworden, das muss ich sagen. Nee, ich würde es später dunkel machen. Ich habe es gerade sogar gemacht, dass es jetzt noch später dunkel wird, dass während des Sprungs quasi das so flackert. Das ist so mein Ziel gerade. Okay, und dann kann man hier noch den Blitzlicht einbauen von der Kamera. Das machen wir natürlich, damit wir die Fotostation haben. Und die Splash-Effekte kommen ja sowieso. Ja, aber das muss man vielleicht sagen. Vielleicht also ein Sehr-Effekt oder so. Ich guck mal. Da werde ich noch mal ein bisschen rumtricksen. Ich denke auch, die Details gehen auf jeden Fall noch. Aber ansonsten sieht das schon mal gut aus. Und so geht's voran hier an der Bahn. Der Josef wird jetzt weiter an der Technik schrauben, während ihr dieses Video seht. Ich bin im Urlaub und bin am Sonntag, ich glaube, das ist der 12. September, wieder da. Und dann gibt's um 19 Uhr den nächsten Livestream. Und dann gibt's auch meine Reaktion auf das fertige Ergebnis. Ich bin echt gespannt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal kostenlos. Lasst mir's in den Kommentaren wissen. Dankeschön fürs Zusehen und bis bald zur nächsten Folge.